Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Folge von EdgeTX oder OpenTX Weekly. Und diesmal geht es wieder um die sogenannten Hidden Secrets der verschiedenen Skripte, die sich alle so um die Schaltfunktionen ranken. Das betrifft jetzt nicht nur die reinen Schaltfunktions-Scripts für die Schaltmodule RC-Multiswitch-D oder RC-Multi-Adapter-D oder das RC-Quad-D oder wie sie alle heißen, sondern auch die damit verbundenen Skripte, wie zum Beispiel, was wir in einer der letzten Folgen kennengelernt hatten, das Skript für die Touch-Buttons, also Buttons auf dem Touchscreen, mit dem man logische Schalter setzen kann. Ja, steigen wir da nochmal ein. Und zwar habe ich ja schon mal ein Modell vorbereitet. Dieses Modell heißt, hat diesen komischen Namen BUTEXG. Das soll so viel heißen wie Button Exclusive Group. Und was das bedeutet, das kann ich aber erst später auflösen. Anyway, ich habe hier noch kein einziges Widget installiert. Wir wollen das mal nachholen. Und indem wir jetzt hier in dem Telemetrie-Screen, ja, ich habe hier dieses 2x2 Layout, das passt. Und da wollen wir jetzt dieses Skript installieren für die logischen Schalter. Das machen wir jetzt mal. Das war das Skript mit dem schönen Namen ELBUT für die Buttons. So, das nehme ich hier mal und dann stelle ich das auch gleich ein. Kommt hier die Frage nach den Einstellungen und als Name nehme ich jetzt hier mal einen speziellen Namen, den wir beim letzten Mal schon hatten, nämlich Most. Und das ist ja jetzt hier so, wenn ich einen Namen vergebe, dann wird ein Skript gesucht oder eine Konfigurationsdatei gesucht, besser gesagt, die so heißt wie dieser Name hier. Wenn der Name leer ist, dann findet der Modellname Beachtung. Wenn eine solche Datei nicht gefunden wird, dann geht es wie üblich weiter mit Large, Medium oder Tiny, je nach Senderart. Und wenn das auch nicht funktioniert, gefunden wird, dann schlägt Default zu. Gut, aber hier trage ich jetzt einen Namen ein und dann nehme ich den Namen Most. Das kennen wir schon aus einer der letzten Folge. Das ist dann ein 4x4 Buttonfeld, also insgesamt 16 Buttons, die dabei entstehen für ein paar logische Schalter. Ich weiß jetzt auswendig gar nicht mehr, welche logischen Schalternummern das waren. Ich glaube, abbeginnend Nummer 20. So, das habe ich jetzt hier konfiguriert. Das funktioniert jetzt nicht. Ich sehe das jetzt hier schon an der Überschrift. Dazu aus Aufwandsgründen habe ich das so programmiert, dass man, wenn man die Einstellung der Widgets verändert, in diesem Widget-Einstellen-Dialog, dann muss man einmal gewissermaßen aus dem Modell raus und aus dem Modell rein oder den Sender neu starten. Und das mache ich jetzt hier virtuell so, indem ich hier das Reload Radio Data ausführe. Das ist dann wie ein Sender neu starten. So, jetzt sehe ich, dass das geklappt hat. Wir haben dieses Widget Most, da haben wir also 4x4 Schaltflächen. Und wenn ich jetzt hier den ersten Schalter betätige, dann sieht man hier oben rechts auch, dass dann der logische Schalter 20 gesetzt wurde. Oder machen wir den nächsten, das wäre dann der logische Schalter 21 und so weiter. Und was ihr mit diesen logischen Schaltern veranstaltet, das ist eure Geschichte. Ja, manchmal möchte man aber eine andere Art von Buttons haben und die Anordnung in Zeilen und Spalten legt das im Grunde genommen schon nahe. Manchmal möchte man sogenannte Radio-Buttons haben. Radio-Buttons kennt ihr wahrscheinlich alle. Das sind Knöpfe auf der Bedienoberfläche. Wenn ich also den einen Knopf gedrückt habe und drücke den nächsten, dass dann der erste wieder ausgeht. Die heißen deswegen Radio-Buttons, diese Art von Buttons, weil die so funktionieren wie früher an den Dampfradios und an den ganzen alten Autoradios, wo man diese Sender-Presets hatte. Wenn man das eine Preset gedrückt hat, dann springt der andere Preset sozusagen zurück in seine Ausgangsstellung. Das kann man mit diesem Widget auch machen. Und dazu lade ich jetzt mal
eine andere Konfigurationsdatei. Da brauchen wir das Widget hier gar nicht auszutauschen, sondern wir brauchen es nur noch neu zu konfigurieren. Ich kann also hier in den Einstellen-Dialog reingehen. Jetzt lösche ich diesen Namen hier komplett und dann zieht ja, wie vorhin erläutert, der Modellname als Name der Konfigurationsdatei. Und auch hier hatte ich eben erläutert, machen wir dann mal einen Restart. Und dann sehen wir hier also eine andere Aufschrift. So, das heißt jetzt hier Lichter. Das ist ein 2x2-Buttonfeld. Da ist alles ein bisschen größer. Aber Achtung, jetzt kann ich den ersten Button hier einschalten. Also L1-1-1. Dann haben wir hier oben diesen logischen Schalter 20. So ist das konfiguriert. Den kann ich auch wieder ausschalten. Ich kann den anderen einschalten. Alles gut. Aber wenn ich jetzt in diesem Zustand, wo der zweite eingeschaltet ist, den ersten einschalten möchte, dann springt der andere sozusagen wieder zurück. Es kann also maximal einer von diesen beiden hier eingeschaltet sein. So, dieses Verhalten, das könnte man jetzt auch mit 3 Buttons machen oder mit 4 oder mit wie viel auch immer. Das nennt man dann im Jargon der Leute, die solche grafischen Benutzeroberflächen bauen, Radio Buttons. Okay, schauen wir mal an, wie das dann konfiguriert wird in die Konfigurationsdatei. Jetzt bin ich an der falschen Stelle. Jetzt bin ich hier in der Wurzel meiner SD-Karte und ich gehe da wieder in das Verzeichnis Hedge-Lua hinein, also hier hinein. Und dort finden wir dann auch das Verzeichnis Models. Da gehen wir hinein. Und jetzt muss ich nach einer Konfigurationsdatei schauen, die so heißt wie mein Modell. Das zeige ich euch nochmal. Das Modell heißt BUTEXG, also Button Exclusive Group, soll das auf gut Deutsch heißen. Und da haben wir hier oben diese Datei Button Exclusive Group. Das schauen wir uns mal an. Ja, das ist natürlich die falsche Datei. Oh Gott, gehe ich nochmal raus. Wir brauchen ja die Datei für die Buttons, noch nicht für das Schaltmodul. Da war ich jetzt einen Schritt zu weit und die Konfiguration für diese logischen Schalter, die liegt in dem Verzeichnis LS-Button. Aber da gibt es natürlich jetzt auch diese Datei. BUTEXG.lua, die brauchen wir jetzt. So, auf ein neues. Jetzt haben wir die. Ja, das erkennt ihr wahrscheinlich wieder von einer der letzten Folgen. Da haben wir also diese Konfiguration. Wir haben ein Layout mit 2x2 Spalten und Zeilen. Dann haben wir hier die Beschriftung. Dann haben wir jetzt hier den logischen Schalter. Und jetzt kommt hier ein Schlüsselwort hinzu. Da steht EXGroup. Und da taucht einmal auf der Wert 1 und einmal der Wert 2. Ich habe hier zwei solche sogenannten exklusiven Gruppen definiert. Und dieser Button, die gehören zu einer Gruppe, zu der Gruppe 1. Und dieser Button, die gehören zu der anderen Gruppe mit der Nummer 2. Die nehmen jetzt also teil in dieser Gruppe 1 an diesem exklusiven Verhalten. Also entweder der eine oder der andere. Schauen wir uns das nochmal an. Also diese beiden hier, die bilden die Gruppe 1 und die beiden, die bilden die Gruppe 2. Wenn ich den hier einschalte und versuche dann den zweiten auch zu einzuschalten, dann geht der erste wieder aus. Das findet also nur in dieser Gruppe statt, dieses Verhalten. Und in der anderen Gruppe ist es genauso, aber bezogen auf die andere Gruppe. Ja? Okay, ich denke, das sollte angekommen sein. So bilden wir diese Gruppen mithilfe dieses zusätzlichen Eintrages X-Group. Da können wir so viele Gruppen definieren, wie wir wollen. Sinnvoll ist natürlich, dass eine Gruppe dann auch mindestens 2 solcher Buttons beinhalten muss, sonst macht das Ganze wenig Sinn.
Ja, da wir jetzt hier schon logische Schalter haben, liegt natürlich jetzt auch die Vermutung nahe, dass man das kombinieren kann mit dem Widgets, mit dem Widget für die Schaltmodule. Und das ist auch so. Und deswegen lade ich jetzt hier nochmal das andere Widget, die Bedienoberfläche für die Schaltmodule. Das mache ich jetzt mal eins darunter. Und dieses Widget heißt immer noch EL-GUI. Das haben wir hier. Das lade ich jetzt. Und da haben wir das. Upsala, das war natürlich jetzt nichts. Also nochmal das Ganze. Habe ich mich verklickt. So, EL-GUI haben wir da. So, das ist die normale Benutzeroberfläche für die Schaltmodule. Und was ihr hier aber schon seht an der Beschriftung, hier werden ja auch immer die zugeordneten Schalter angezeigt. Hier habe ich den logischen Schalter 20 und den logischen Schalter 21 zugeordnet. Das sind genau die beiden logischen Schalter, die bei dem Button-Widget hier für die ersten beiden Buttons in der ersten Reihe auch vergeben werden. Oder wurden, besser gesagt. Ja, und das passt jetzt also zusammen. Aber man kann das hier unten gerade noch erkennen, die Schaltzustände. Sie sind jetzt beide aus. Jetzt mache ich einfach mal dieses Widget nach vorne. Ich schalte L1 ein und jetzt wechsle ich das Widget. Und dann sieht man hier unten, dass das auch tatsächlich eingeschaltet wurde. Ich kann es natürlich groß machen. Ich mache das jetzt ja alles am Simulator. Das heißt, ich habe jetzt keinen wirklichen Empfänger mit einem wirklichen Schaltmodul daneben liegen. Kann ich euch so also nicht zeigen. Ich kann euch das jetzt nur an der Benutzeroberfläche hier zeigen. Ja, das ist da eingeschaltet. Man kann es natürlich auch hierüber wieder ausschalten. Und man kann es auch hierüber wieder einschalten. Also die Bedienung hierüber bleibt natürlich unbenommen. Das gleiche gilt jetzt auch für den anderen Button. Oder für die anderen Button, muss ich besser sagen. Jetzt schalte ich mal den anderen ein. Dann geht der erste wieder aus. Das hatten wir eben schon. Und jetzt ist interessant, hier oben ist ausgeschaltet und hier unten hat es sich jetzt eingeschaltet. Was habe ich da gemacht? Dazu müssen wir jetzt einfach mal in die Konfigurationsdatei gucken von unserem Schaltmodul. Das machen wir jetzt auch. Da war ich eben schon fälschlicherweise. Ich hole die Datei jetzt nochmal hier hervor. Ja, und da ist die übliche Konfiguration von unseren Schaltern. Will ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Erster wichtiger Punkt ist, ich habe die logischen Schalter 20 für die erste Zeile zugeordnet und logischen Schalter 21 für die zweite Zeile. Also soweit erscheint das eigentlich alles ganz normal. Interessant ist, dass es sich dabei um dieselbe Schaltfunktion handelt. Es ist beides mal die Funktion 1 im Modul 1. Das ist jetzt sozusagen die interessante Erweiterung. Alles andere wäre ja einfach gewesen. Und da es sich um logische Schalter handelt, die ja nur zwei Zustände haben, wir aber hier drei Zustände konfiguriert haben, stellt sich jetzt die Frage, zwischen welchen beiden Zuständen schaltet der erste logische Schalter und der zweite logische Schalter hin und her. Das kennen wir schon mit dem LS-Mode hier. LS-Mode 1 bedeutet, der schaltet hier zwischen hin und her. Und LS-Mode 2 bedeutet, der schaltet zwischen den beiden hin und her. Ja, und das ist jetzt interessant, wenn das beispielsweise ein Multiadapter DA ist. Dort haben wir eine Schaltfunktion für diese Graupner-Schaltmodule beispielsweise oder Robbe-Schaltmodule. Und diese Schaltmodule, diese alten analogen Schaltmodule, die haben ja an einem Ausgang drei Zustände. Also entweder aus oder der eine Schaltkanal ist eingeschaltet oder der andere Schaltkanal ist angeschaltet. Ich kann also nie beide Schaltkanäle
gleichzeitig aktiv haben. Und das haben wir jetzt hier im Grunde genommen nochmal nachgebildet, auch unter Zuhilfenahme von logischen Schaltern, weil ein logischer Schalter immer nur zwei Zustände abbilden kann, entweder diese beiden oder diese beiden hier. Brauchen wir also zwei logische Schalter, um alle Zustände zu erreichen. Bei einem physischen Schalter ist das was anderes, wie zum Beispiel SA. Der hat drei Zustände, da können wir also diese drei Schaltzustände erreichen, bei den logischen Schaltern nicht. Und jetzt kommt die Kombination eben mit dem Button-Widget. Wir haben also entweder diesen hier eingeschaltet oder diesen hier eingeschaltet. Ja, und jetzt habe ich hier als Name nochmal drei Bindestriche eingetragen. Das ist auch ein Hidden Secret von der Software für die Schaltmodule. Wenn ich dort mindestens einen Bindestrich drin habe, hier als Name, dann ist dieses Feld nicht selektierbar. Zeige ich auch mal. Also ich gehe jetzt hier oben links. Oder ich möchte hier oben links dieses Feld selektieren. Ich drücke also jetzt mit der Maus da mal drauf, also mit dem Touch, mit meinem Finger sozusagen. Wenn ich da drauf drücke, passiert nichts. Wenn ich auf das Feld daneben drauf drücke, dann springt der Cursor dahin. Aber hier, das ist nicht selektierbar. Macht ja auch keinen Sinn, das darüber einzuschalten. Gut, ja, das ist die Kombination von der Bedienoberfläche der Schaltmodule mit den Buttons und den logischen Schaltern. Wie gesagt, das Ganze ist notwendig oder sinnvoll deswegen, weil die logischen Schalter ja nur zwei Zustände haben, man aber gerne drei Zustände schalten möchte. Und dann macht man das, dass man beide Zeilen hier derselben Schaltfunktion zuordnet. Schauen wir uns das nochmal in der Datei an. Das ist also dieselbe Schaltfunktion hier. Wir benutzen aber zwei unterschiedliche logische Schalter. Einmal, um zwischen diesen beiden Zuständen hin und her zu schalten und einmal, um zwischen diesen beiden Zuständen hin und her zu schalten. Ja, und damit wir jetzt fälschlicherweise nicht beide logischen Schalter gleichzeitig einschalten können, was ja wenig Sinn machen würde, haben wir dann bei dem anderen Widget für die logischen Schalter mit den Buttons, haben wir dann die Möglichkeit, diese Radio-Buttons zu konfigurieren. Und damit wird das dann eine runde Sache im Grunde genommen. Gut, also zwei Hidden Secrets. Einmal hier diesen Minus, Minus, Minus Eintrag, der da nicht selektierbar ist. Und bei unseren Buttons die Möglichkeit, exklusive Gruppen zu deklarieren, was man dann typischerweise als sogenannte Radio-Buttons bezeichnet. Ja, prima. Das soll es mal für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.